Halloween, 31. Oktober 2015. Dieser süßsaure Tag erfüllte meinen Körper schon immer mit einem unbehaglichen Gefühl von Gleichgültigkeit. Allerdings muss ich auch zugeben, dass ich diese horrorlastigen, finsteren, knochenmarkerschütterten Spiele, die diese Zeit mit sich bringt, erschreckend uninteressant finde. Deswegen schauen wir uns ein paar an im Horror Games Massacre. Beginnen wir mit dem wolfigen Wolf im Herbst, einem ziemlich kurzen Adventure, das Fragen aufwirft. Viele Fragen! Fangen wir ganz von vorne an. Das Spiel beginnt mit jeder Menge Texte, die zusammengefasst "Ich bin stolz!" bedeuten. Nicht hässlich, nur stolz. Und schon sind wir mitten in der wohl anstrengendsten Geräuschkulisse, die ich jemals vernehmen durfte. Ich wünschte, genau das würde ich hören, wenn ich mein Ohr an eine Muschel halte. Traumhaft. Einen Moment später sind wir auch schon in einer Holzkiste gefangen, welche sich problemlos knacken lässt. Okay, bringen wir gleich mal das Offensichtliche hinter uns. Diese herbstliche Farbpalette hier sieht ziemlich super aus. Die hellen, leuchtenden Farben mit dem viel zu hohen Kontrast sprechen mich wirklich an. Gut, dann können wir auch gleich die nächste offensichtliche Sache hinter uns bringen. Das hier ist wieder eins dieser gruseligen First-Person-Adventure-Spiele. In meinem Fall bedeutet das, dass ich alles anklicke und hoffe, dass irgendwas passiert. So lange, bis nichts mehr passiert und ich nach 10 Minuten im Kreis laufen in einem Walkthrough nachschaue, wie es weitergeht. Ich bin nicht der Typ für sowas. Aus irgendeinem Grund gilt auch genau dieses Point-and-Click-artige als der heilige Gral für Horrorspiele. Ich sehe es nicht. Tut mir leid. In diesem Spiel schlüpfen wir auf jeden Fall in die Rolle eines Mädchens namens welche, wie wir ziemlich schnell herausfinden, nur eine Hand hat. Und eine Mutter, die You're disobeying your mother, Autumn. Nicht nett ist. Sie kommuniziert immer über diese Kästen hier mit uns. It's Mom. Listen to me. Ruhe! Um die hier herrschende Geräuschkulisse noch weiter abzurunden, hören wir auch noch ständig ein beängstigendes Geräusch, das mich an einen läufigen Kater erinnert. Oh, der will mir ja sowas von den Teppich ruinieren. Nein! Böse! Nach sehr langem Suchen nach irgendwas landen wir dann aber tatsächlich im Keller des Bösen. Ist ja immer noch ein schaurig gruseliges Spiel. Hier klicken wir wieder so lange alles an, bis irgendwas passiert. Was Autumns Mutter übrigens gar nicht so super findet. Und Do I have to pry off your kneecaps, you little shit? Ja, sowas sagt. Insgesamt finden wir hier auch heraus, dass jede besagte Mutter eventuell ein kleines Drogenproblemchen hat, was mich natürlich nicht daran hindert, ihrem Beispiel zu folgen und zu schauen, was die Spritzen so drauf haben. Nach einem zweifelhaften Rätsel mit dieser Tür, die sich nur dann öffnet, wenn Wasser zu dem Schalter fließt, begegnen wir auch schon dem Monster, das wir ständig gehört haben. Es macht nichts. Danach dürfen wir noch einem "Ich wollte dich nie und hatte immer einen Kleiderbügel bei mir für den Fall der Fälle" Monolog der Mutter lauschen und landen hier bei einem matschigen Steak, das wohl den Biss des Hundes symbolisieren soll, der irgendwann mal die Hand abgeknabbert hat. So schön matschig. Anschließend finden wir heraus, dass alles nur ein Traum war und die Mutter immer noch nicht über all die Jahre, die sie wegen ihrer Tochter verschwendet hat, hinweggekommen ist. Ihre Zuneigung zu Heroin hat sie wohl auch noch. Ende! Genau das meinte ich übrigens zu Beginn damit, dass das Spiel Fragen aufwirft. Irgendwie wurde absolut nichts aufgeklärt und es gab weder ein gutes noch ein schlechtes Ende. Es gab ein "Hey, dein Leben ist immer noch scheiße!" Ende. Schön. Wisst ihr, was beängstigend ist? Ich bin froh, dass ich nicht der Einzige bin, der das so sieht. Deswegen gibt es The Brief.
Ein Spiel mit einem ziemlich simplen Konzept. Wir sind ein Frosch, müssen immer tiefer tauchen und währenddessen regelmäßig die Blubberblasen einsammeln, um nicht zu ertrinken. Nicht die optimale Wortwahl, zugegeben. Zwischendurch treffen wir auch immer wieder auf ein paar andere Froggies, die nicht mehr allzu viel Luft in ihren froschigen Lungen haben, weshalb wir sie selbstverständlich in Blubberblasen schubsen müssen. Entweder das oder sie ertrinken. Frosch, tot. Wir haben allerdings nicht verloren, wenn wir unseren Freunden dabei zusehen, wie sie den wohl qualvollsten von allen Toten sterben. Unser Problem sind zum einen diese Unterwasserstiere. Ich hinterfrage diese Designentscheidung mal nicht. Und zum anderen diese Quallen. Die Stiere wollen uns immer rammen und in die Tiefe zerren. Wohingegen die Quallen nur eine liebevolle Umarmung wollen. Oh. Die Stiere sterben mit der Zeit an Luftmangel. Vermutlich. Und die Quallen durch 3 Luftbläschen. Das alles kann uns aber nicht daran hindern, immer weiter zu tauchen. Und so begann der Frosch Froggy sein bisher wohl gefährlichstes Abenteuer. Er schwamm immer tiefer Richtung Meeresgrund. Seine Motive dafür kennt niemand. Die Entschlossenheit in seinen Augen sagt mir aber, dass er das Richtige tut. Er tat alles, um seine ertrinkenden Freunde zu retten. Doch leider war er meist zu schwach. Er sah so viele seiner Artgenossen direkt vor seinen Augen sterben. Doch er kämpfte weiter, bis er schließlich am Meeresgrund ankam. Genau hier wurde mir übrigens eine ziemlich unschöne Sache bewusst. Die Unterwasserstiere sind keine Stiere. Es sind Quallen, an denen ein Froschkadaver klebt. Ein fröhlicher Froschkadaver, aber trotzdem ein toter Froschkadaver. Hier, bei diesem ersten und einzigen Bosskampf, müssen wir übrigens eine Qualle reiten, die Frösche befreien und BOOM! Blubberblasenparty, Jetzt taucht der Frosch wieder auf und ist so cool! Wir bekommen sogar ein Passwort, mit dem wir uns auf der Website ein paar kleine Geschichten der Entwickler zu den einzelnen Dingen des Spiels durchlesen können. Finde ich ziemlich cool. Allerdings muss ich gestehen, dass ich nicht so ganz verstehe, warum ausgerechnet dieses Spiel von Steam unter der Kategorie Horror eingeordnet wurde. Aber okay. My Bones! Ein Spiel, das ganz offensichtlich mit Game Guru erstellt wurde. Was offensichtlich ein Programm ist, mit dem ihr ganz leicht Spiele erstellen könnt. Hurra! Beginnen wir aber mal mit dem Intro. Das ist das Intro! Ja, es dauert noch ein bisschen. Erzählt wird die Geschichte von einem Typen, der seine Familie umgebracht hat, weil er kurz besessen war oder so. Oh, hey! Wir sind im Spiel! Auf einem Friedhof. Ich mag die Bäume, den Rest nicht. Prinzipiell haben wir es hier wieder mit einem dieser Adventure-artigen Horrorspiele zu tun. Im Vergleich zu Wolf in Autumn, ne, gibt es hier aber nur Schlüssel zu sammeln, die nicht gut versteckt sind. Insgesamt 5 Stück im gesamten Spiel. Wir sind hier übrigens gerade auf einem Friedhof unterwegs und besuchen sämtliche Gräber der Familie unseres Protagonisten, welche er, warum auch immer, umgebracht hat. Wir sammeln Schlüssel, öffnen 2 Tore, wundern uns jedes Mal aufs Neue, warum wir an ihnen hängen bleiben und landen hier bei diesem freundlichen Gesellen. Ich nenne ihn den Framerate-Töter. Warum? Weil die Framerate in den Keller geht, wenn wir ihn berühren. Das ist saubere Programmierarbeit. Wenn ihr ganz genau hinschaut, könnt ihr sogar hin und wieder ein Monster sehen, bevor es sich dazu entschließt, wegzuploppen. Beängstigend. Nachdem wir alle Türen geöffnet haben, kommen wir zu einer Kirche. Und die Spielfigur ist so, wow, die Tür ist voll kaputt. Obwohl sie ganz offensichtlich nicht kaputt ist. Aber hey, ein seltsames Gitter im Boden lässt uns in den Keller. Was gibt es hier im Keller zu sehen? Nichts! Wir haben eine Taschenlampe, die so hell leuchtet, dass es mich ein bisschen wundert, dass wir nicht der Blinden Schriftzüge in einer ungefilterten Standard-Windows-Schriftart, die in der Luft schweben, und ein Monster, das wegploppt. Was müssen wir hier machen? Schlüssel suchen!
Hier muss ich dem Spiel aber zugutehalten, dass es zu großem Teil dank der Musik für kurze Zeit eine durchaus solide Atmosphäre erzeugen konnte. Allerdings wusste die Atmosphäre nicht, wann es genug ist und hat es kaputt gemacht. Gute Arbeit! Wir werden übrigens auch von einem Monster verfolgt. Glaube ich. Bin mir da unsicher, weil ich es auch nach dem zweiten Durchlauf nur insgesamt einmal gesehen habe. Es macht Geräusche, aber ansonsten nichts. Was mir aber auch so oder so egal wäre, weil der Typ, den ich spiele, dazu neigt, hin und wieder die Kontrolle zu verlieren und alle, die ihm was bedeuten, zu ermorden. Ich wäre ja wirklich untröstlich, wenn dieser Mann etwas zustößt. Ach ja, und natürlich Teddy des Todes! Ja, er sieht flauschig aus und ich möchte ihn behalten. Nach diesem seltsamen Kellerausflug kommen wir hier in dieses Gebiet, wo wir uns zwischen Gut und Böse entscheiden müssen. Das da ist übrigens gut und das böse. Ich frage mich, warum hier kein cooler Schriftzug hingeklatscht wurde. Böse! Gut! Da ich ein unfassbar netter Typ bin, habe ich das Spiel natürlich zweimal durchgespielt und kann euch beide Endings präsentieren. Gutes Ending! Die Familie von dem Typen verzeiht ihm, was seltsam ist, weil sie tot sind und nie irgendwas von wegen, hey, ihre Geister leben irgendwie noch, erwähnt wurde. Böses Ending! Seine Familie verzeiht ihm nicht. Und er muss den Rest seines Lebens in diesem Haus hier verbringen. Er nennt es seine persönliche Hölle und ich bin der Meinung, dass man mit einem köstlichen Hähnchen nicht viel falsch machen kann. Ende! Ja, das war irgendwas. Ich bin nur ein bisschen verwundert, wie dieses Spiel überhaupt auf Steam gelandet ist. Es kostet zwar nicht viel, aber es ist echt nicht gut. Zeigt aber wieder, wie mies Steam inzwischen geworden ist. Hier habt ihr noch einen Schokoriegel, den niemand mehr essen will. Und das war soweit das Halloween-Special von den Games Massacre. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann klickt auf diese Playlist hier.